Die sind echt geil. Wenn ich jemals in die USA fahre, dann wegen ihnen. Nicht viel Verkehr heute da draußen. Die 13-jährige Anita Senani vom Velokaya BMX-Team in Khayelitsha ist eine BMX-Meisterin, die bei 2 Weltmeisterschaften für Südafrika startete. 2010 belegte sie international Rang 6 in ihrer Altersklasse. Seit wann fährst du BMX? Seit 2009. Damals war ich 11. Hat BMX dein Leben verändert? Durch das BMX-Fahren habe ich neue Erfahrungen gemacht. Kam zum ersten Mal ins Ausland. Es hat mir dabei geholfen, von der Straße wegzukommen. Wie war das, nach Europa zu kommen und andere BMX-Fahrerinnen zu treffen? In Dänemark sprechen sie eine andere Sprache. Das war schon ein großer Unterschied im Vergleich zu hier. Wenn du im Bett frühstücken willst, dann schlaf in der Küche. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe. Ich kann dir nichts versprechen. Anita! Anita, komm abspülen. Nein, Oma, lass alles einfach stehen. Komm, wir spielen was. Das Eierspiel? Was ist? Ich kann nicht, ich bin krank. Es tut so weh. Aua, lass mich los. Sei schön brav und wasch jetzt ab. Ich habe Bauchschmerzen. Wäschst du da deine Kleider, Schwester? Was? Was? Ich spreche mit mir selbst. Dafür redest du ganz schön laut. Ich rede laut? Ich kann deine sogenannten Selbstgespräche hören. Ich dachte, wir unterhalten uns. Was soll das jetzt? Anita! Ja? Ständig setzen mich alle unter Druck. Los, Anita! Oh Gott. Ich muss treten. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Los, Anita, streng dich an. Treten, treten. Dann nützt doch dein Schreien nichts. Ich bin trotzdem müde. Du musst schneller treten, Anita. Du bist zu langsam. Der Coach macht uns immer Druck, weil wir nur sonntags trainieren. Weil wir Favoriten sind. Südafrika-Champions. Du sagst es. Wir sind die Besten von Südafrika. Auf jeden Fall.
Mach dir mit den Haaren weiter. Oh je. Mein Gott. Nicht gerade ermutigend. Das muss sich dunkler machen, so wie hier. Ich finde, es hat große Ähnlichkeit mit dir. Nicht wirklich. Ja, okay, aber man kann sie erkennen. Du siehst wie ein Junge aus. Ja, stimmt. Ja, wie ein Mann. Genau. Die Haare. Sieht aus, als ob du ein blaues Auge hättest. Meine Kopfhaut brennt. Hör auf, Wanger. Zeig schon, bitte. Sie sind noch nass. Du hast die Haare frisch gemacht. Zeig mal, neuer Style. Lass mich. Mir ist schlecht. Das Rad ist viel zu leicht. Mir ist schwindelig. Nimm den Helm ab. Was? Den Helm. Schwitzt du nicht in den Klamotten? Ich bin erkältet. Deswegen bist du so dick eingepackt. Ja, ich bin erkältet und außerdem habe ich meine Tage. Verstehe. Ich gehe lieber. Hi, ist hier. These girls ain't loyal. Keine Anfängerin, sondern Spezialistin. Das hat er mich vorhin gefragt. Ja, gut, danke. Du bist eine der Juniorinnen Südafrikas? Expertin. Bist du ein Profi oder fährst du einfach nur gern Rad? BMX. Oh, super. Ich bin Luiso. Freut mich. Anita. Nett, dich kennenzulernen. Übrigens, ich bin Delegierter der Studentenvertretung. Okay. Damit ihr Bescheid wisst. Ich glaube, er hat eine andere. Wahrscheinlich die. Siehst du sie? Schaut sie noch her? Thank you.
Da ist sie. Mir reicht's. Hier läuft nichts. Komm, wir gehen. Du hast uns im Stich gelassen und jetzt kommst du zurück. Ab jetzt musst du für das Team arbeiten. Verstehst du Afrikaans? Ja. Man hat mir Fragen gestellt, verstehst du? Warum kommt Anita zurück? Kannst du uns das bitte erklären? Was willst du? Erzähl uns, was passiert ist. Du warst plötzlich verschwunden. Ein paar der Jungs hier kennen dich gar nicht. Sag ihnen, woher du kommst und so weiter. Okay. Wenn das alles ist. Ich soll sagen, wer ich bin? Ja, nicht alle hier wissen, wer du bist. Ich heiße Anita Senani und ich war... Nein, ich bin BMX-Fahrerin. Reicht das? Warum hast du aufgehört? Es war mir einfach zu viel. Was genau war dir denn zu viel? Was soll ich sagen? Überleg mal, wie viel Energie wir auf dich verschwendet haben. Ich rede von meinem persönlichen Einsatz. Weißt du, was mit deinem Startplatz passiert ist? Eine andere bekam ihn. Eine schwächere. Deine Freundin. Du hast deinen Startplatz im Südafrika-Team aufgegeben und musst ihn dir neu erkämpfen. Wie ernst ist es dir dieses Mal? Hey, sag was. Gib mir dein Handy. Sie braucht jetzt unsere Hilfe. Und zwar schnell, Jungs. Anita Senani, BMX-Fahrerin. Kindheit. Anita Senanis Kindheit. Anita ist 1998 in Khayelitsha in Kapstadt geboren. Sie lebt zusammen mit ihrer Mutter, einer Polizistin, ihrer Großmutter und einem jüngeren Bruder. Sie besucht die Luchlasa High School in Khayelitsha. Als Anita 11 Jahre alt war, suchte sie nach einem Hobby. Sie begann mit dem BMX-Fahren. Es machte ihr Spaß. Jeden Tag nach der Schule trainiert sie 2 Stunden. Teamarbeit und Rollenspiel. Ein Interview mit Anita. Wie fühlt sich das an, in einem Buch zu stehen? Es fühlt sich an wie... Es motiviert mich. Und es gibt mir eine Perspektive für die Zukunft. Bist du traurig?
Nein. Ich denke nach. Über was? Über alles Mögliche. Manchmal habe ich Angst, dass ich nicht mehr gewinne. Bin ich ganz drauf? Ja. Du musst näher rankommen. Mein Kopf muss drauf sein. Eine Beerdigung. Nein, die Wand soll man nicht sehen. Mach noch eins. Komm, stell dich hier hin. Du bist mein Kameramann. Gut. Mach noch ein Bild. Noch ein Beerdigungsbus. Versuch's nochmal. Wieso kriegst du das nicht hin? Ich muss ganz drauf sein, nicht nur zur Hälfte. Es reicht. Ich habe lang genug posiert. Was habe ich dir gesagt? Es ist sinnlos. Diese Bushaltestellen sind cool. Ganz anders als in Khayelitsha, wo sie total heruntergekommen sind. Hier gehen die Leute respektvoll damit um. Der Park hier wirkt ganz friedlich. In Khayelitsha sind die Parks immer voll und es gibt dort keine Schaukeln. Man muss alles selber mitbringen. Sie machen alles kaputt. In Khayelitsha. Unsere Leute machen alles kaputt. Solange, bis nichts mehr da ist. Somi, gibst du mir meine Flipflops? Ich halte es nicht mehr aus. Keine Sekunde länger. Somi, schau mal, dort auf dem Baum. Was ist das? Was? Die beiden dort drüben. Ah ja. Was ist das? Sag doch was. Da sitzen einfach zwei Vögel. Warum sind die so groß? Die machen mir Angst. Rück mal zur Seite. Damit ich schneller wegrennen kann. Somi, Hilfe! Aufrichten. Ein Bein hoch, aber gestreckt. Gestreckt. Curb umlehnt. Stopp. Setzt euch. Hände aufstützen. Hoch.
Aufstehen. Pagam. Los. Pagam. Los, nicht stehen bleiben. Bewegt euch. Weiter. Immer in Bewegung bleiben. Streckt euch. Nicht so schlapp. Seid ihr bereit? Geht zur Seite. Fertig? Ja. 3, 2, 1, los! Siehst du, wie Anita fährt? So musst du es machen, Tandy. Steig in die Eisen, das Rad ist aus Aluminium, das hält viel aus. Du musst voll in die Pedale treten und alles geben, verstehst du? At this brave hill places all over me. Oh, my teacher is the dreaming. Yaga, yo, yaga, yeah, yeah. Auf geht's. Alles klar? Ja. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Tandy ist nur wegen dir hier. Sie bewundert dich. Ein Mädchen, das BMX fährt. Sei die Anita, die wir kennen. Motiviere die Jüngeren. Tu was, wenn du wirklich ins Team zurückkommen willst, okay? Rede mit ihnen und hilf mir mit Tandy. Das wird dir gut tun, glaub mir. Indem du den Jüngeren hilfst, wird sich auch deine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln. Verstehst du? Überleg mal, was würde es dir bringen, wenn wir dir nicht unsere Meinung sagen? Gar nichts. Wie spät ist es? Gleich 6 Uhr. Gehen wir. Es ist noch dunkel. Was hast du erwartet um 6? In einer halben Stunde? Gehen wir. Wir sind gleich am Park. Dort kannst du verschnaufen. Wo hast du deine Wasserflasche? Willst du nichts mehr trinken? Ja? Nein. Wie du meinst. So wie der kann ich nicht rennen. Das musst du auch nicht. Finde deinen eigenen Rhythmus, aber lauf weiter. Los, sonst lasse ich dich hier zurück. Das ist kein richtiges Training mit dir. Ich kann nicht. Los! Schneller! Los, du schaffst es bis Doras Haus. Dort ist die Ziellinie.
Macht mir einfach alles nach. Jetzt hoch mit dem Bein. Der Rumpf bewegt sich nicht. 1, 8, 9, 10. Es muss hier ziehen. Du darfst die Beine nicht überkreuzen. Ich glaube, meine Unterhose ist gerissen. Gelle,